Letztes Jahr feierte die Volkshilfe ihr 25-jähriges Jubiläum. Und was hat sich seither getan? Ja, man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Das Jahr 1989 war das Jahr 1, wo der mobile Dienst gestartet ist. Nur die Zeit war ganz eine andere, wenn man sich überlegt, wie hat Österreich vor 25 Jahren ausgesehen. Es hat kein Tätigkeitsprofil gegeben, keine Stellenbeschreibung, eigentlich auch kein klares Berufsbild. Das ist über die Jahre gewachsen. Die Volkshilfe Vöcklabruck war von Anfang an dabei. Im Jahr 1 war das so, dass das ein Beschäftigungsprojekt war und Mitarbeiterinnen von uns eigentlich von Haus zu Haus gegangen sind, angeläutet haben und sich vorgestellt haben, ich komme von der Volkshilfe, wir machen. Und damals war das Thema Altenbetreuung eigentlich noch nicht wirklich richtig präsent und noch nicht akzeptiert. Doch heute ist die Situation eine ganz andere. Die Volkshilfe ist in der Zwischenzeit eine bekannte Institution geworden und die Arbeit wurde immer mehr. Ja, wir betreuen die Gemeinde Ottnang, Zell am Bettenfirst, Ungenoch, Ampfelwang, Buchkirchen, Timblekamm, Lenzing, Aurach, Schörfling und Werreck. In Vöcklabruck sind wir gemeinsam im Roten Kreuz zur Betreuung zuständig. Es wird wirklich immer mehr. Wir wachsen auch im Personal, also wir werden eigentlich ständig mehr Mitarbeiter. Es ist ja oft gar nicht so leicht, dass man das alles unter den Hut bringt. Man schaut immer, dass man halt auch auf die Bedürfnisse von den Klienten und auf die Wünsche eingeht. Natürlich muss ich auch ein bisschen auf die Mitarbeiter schauen. Also wir schauen, dass wir das eigentlich alles unterbringen. Das, was einfach super ist, wir sind ein großes Team, haben einen guten Zusammenhalt, also es sind alle Mitarbeiter auch sehr engagiert und sie helfen auch wahnsinnig zusammen und darum können wir das wirklich alles super bewältigen. Frau Maria Leubichler ist eine dieser Mitarbeiterinnen, die wir heute begleiten durften. Wir kommen schon seit 2008 zur Familie Weisheidinger. Jetzt ist der Herr Weisheidinger zur Unterstützung eben da und wir machen die Körperpflege. Die gesamte Körperpflege, das heißt von den Vitalwerten, dass man sich die einmal anschaut, dann gehen wir ins Bad, machen wir Zähneputzen, rasieren, duschen und dann wieder anziehen und er wird dann zum Mittagstisch gesetzt. Ja, und zum Thema Pflege gehört immer wieder dazu, die Ausbildung, das kann man wahrscheinlich bei euch Praktikantinnen oder vielleicht auch die, sagen wir mal, ehrenamtlich einmal arbeiten, was können wir zu denen ein bisschen darüber? Bei denen ist einfach wichtig, dass man ihnen das Wissen einmal übermittelt und vor allem, dass sie einfach einmal sehen, wie Pflege zu Hause aussehen kann, weil die haben sehr viele Praktikumsstunden eben extern oder im Krankenhaus und für denen ist halt manchmal Pflege zu Hause unvorstellbar. Aber wie gesagt, sie nehmen das auch sehr gern an und sie sind auch dann wirklich gern dabei. Und schauen Sie eben das einmal gut an. Manche machen dann die Ausbildung oder sie sind schon in einer Ausbildung. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Ja, da haben wir Sie eigentlich kein Praktikum vorher gehabt. Sie sind mehr oder weniger heute auf morgen in die Pflege eingestiegen. Es hat dann nicht ein bisschen die Angst mich gefühlt, kann ich das, schaffe ich das? Wie ist denn da gegangen? Auf Angst würde ich nicht reden. Es gibt kein Allgemeinrezept, weil jede Situation unterschiedlich ist, jeder Demenzverlauf ist unterschiedlich. Aber mit der richtigen Information und der Liebe zum Detail ist das machbar. Ja, also das hört man gern und in dem Fall sieht man es auch. Ein Zusammenhelfen, das heißt Volkshilfe, Angehörige und natürlich der Herr Weisheidinger als Hauptdarsteller. Wie gefällt es Ihnen da mit so einer netten Dame, die zweimal in der Woche zu Ihnen kommt? Passt das für Sie gut? Ja, ja. Ist eine feine Sache, gell? Ja, liebe Zuseher, Sie sehen, mit einem gemeinsamen Zusammenhelfen ist es möglich, auch in einem kleinen Haus sozusagen die Pflege so lange wie möglich, wenn nicht nur dann, in dem Haus zu machen. Man braucht nicht gleich auswandern, wie man so schön sagt. Und das finde ich fein. Ich glaube, wenn eine gute Kommunikation ist, eine gute Zusammenarbeit ist, dann ist sowas natürlich möglich. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Salze-Zuseher, dass Sie, sagen wir mal so, nie in so eine Situation kommen. Wenn aber ja, dann sehen wir, positiv denken, das Beste auszuwählen, viel informieren und einfach auch Hilfe annehmen. Dann kann nichts schief gehen, dann klappt das Ganze. In diesem Sinne
Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.